die drei Arten von Leid. Die Frage lautet also, was unter Dukkha zu verstehen ist. Was ist Leid? Im Buddhismus werden drei Arten von Leid beschrieben. Die erste Art wird als Leid des Leids bezeichnet, die zweite als Leid der Veränderung und die dritte als Leid des Bedingtseins. Wenn wir über die erste Art von Leid sprechen, das Leid des Leids, verstehen wir darunter die Erfahrungen, die wir alle als im herkömmlichen Sinn leidvoll erkennen, weil sie wehtun. Dazu zählen im Buddhismus hauptsächlich die vier für die sangsarische Existenz charakteristischen Leiden der Geburt, der Krankheit, des Alterns und des Todes. Wie wichtig es ist, diese Zustände als eine Form von Leid zu erkennen und die Bedeutung zu verstehen, die dieser Erkenntnis als Katalysator für die geistige Suche zukommt, wird durch die Lebensgeschichte Buddhas selbst deutlich. Der junge Prinz Siddhartha sah eine kranke Person, eine alte Person und einen Leichnam, der fortgetragen wurde. Unter dem starken Eindruck dieser Begegnungen mit dem Leid gelangte er zu der Erkenntnis, dass er, solange er nicht von dem unaufhörlichen Prozess des Geborenwerdens frei war, auch immer den anderen drei Arten von Leid unterliegen würde. Später sah er einen meditierenden Mönch, der ihm die Möglichkeit, Freiheit von diesem leidvollen Daseinskreislauf zu erlangen, vor Augen führte. Nach buddhistischem Verständnis sind demnach alle anderen Arten von Leid die natürliche Folge des Grundproblems, nämlich, dass wir immer wieder geboren werden müssen. Unser Leben spielt sich innerhalb des Kreislaufs von Geburt und Tod ab, und zwischen diesen beiden befinden sich, ähnlich wie bei einem Sandwich, die verschiedenen Leiden im Zusammenhang mit Krankheit und Altern. Die zweite Art von Leid, das Leid der Veränderung, bezieht sich auf Erfahrungen, die wir gewöhnlich als angenehm einstufen. Solange wir uns jedoch in einem nicht erleuchteten Zustand befinden, sind unsere Erfahrungen von Glück in Wirklichkeit befleckt und verwandeln sich früher oder später in Leid. Warum heißt es im Buddhismus, dass Erfahrungen, die doch allem Anschein nach angenehm sind, letztlich auch zu den leidvollen Erfahrungen zählen? Hier gilt es zu verstehen, dass wir sie nur deswegen als angenehm erfahren, weil sie uns, verglichen mit schmerzlichen Erfahrungen, irgendwie Erleichterung verschaffen. Aber Glück, das wir erfahren, ist relativ, denn wenn diese Erfahrungen echtes Glück wären, müssten sie intensiver werden, genauso wie leidvolle Erfahrungen umso stärker werden, je mehr wir die sie auslösenden Ursachen ansammeln. Aber das ist nicht der Fall. Wenn wir beispielsweise gutes Essen genießen, hübsche Kleider oder kostbaren Schmuck und dergleichen besitzen, gefällt einem das alles für eine kurze Zeit recht gut. Man fühlt sich großartig. Nicht nur ist man selbst zufrieden, auch die anderen, denen man alles vorführt, freuen sich darüber. Dann vergeht ein Tag, eine Woche, ein Monat, und bald schon fühlt man sich von dem gleichen Objekt, das einen zuvor mit so großer Freude und Zufriedenheit erfüllt hat, nur noch frustriert. Alles verändert sich. Das ist die eigentliche Natur der Dinge. Mit dem Ruhm verhält es sich nicht anders. Am Anfang denkt man vielleicht, wie schön, endlich habe ich einen guten Namen und bin berühmt. Aber es ist durchaus möglich, dass man nach einer Weile erneut Unzufriedenheit erfährt und enttäuscht ist. Auch Freundschaften und sexuelle Beziehungen unterliegen dieser Veränderung. Am Anfang wird man vor lauter Leidenschaft fast verrückt. Später kann sich diese Leidenschaft sogar in Hass und Aggression umwandeln, in schlimmen Fällen sogar zum Mord führen. Das also ist die Natur der Dinge. Wenn man genau hinschaut, erkennt man, dass alles, was schön oder erstrebenswert erscheint, uns schlussendlich Leid bringt. Jetzt kommen wir zur dritten Art von Leid, dem Leid des Bedingtseins. Und in Verbindung damit stellt sich die wichtigste Frage, nämlich, warum ist das die Natur der Dinge? Die Antwort lautet, dass alles, was im Sangsara geschieht, aufgrund von Unwissenheit geschieht. Unter dem Einfluss oder der Macht von Unwissenheit
gibt es keine Möglichkeit, beständiges Glück zu erfahren. Immer taucht irgendein Problem auf, irgendeine Schwierigkeit. Solange wir unter der Macht der Unwissenheit bleiben, das heißt der grundlegend falschen Auffassung bezüglich der eigentlichen Natur der Dinge, folgt ein Leid dem anderen wie Wellen, die aufeinander folgen. Die dritte Art von Leid bezieht sich also auf die Tatsache, dass unsere Existenz eine nicht erleuchtete ist, die unter dem Einfluss unserer grundlegend falschen Auffassung und unter der Macht des daraus resultierenden negativen Karmas steht. Es wird als Leid des Bedingtseins bezeichnet, weil diese Form der Existenz die Grundlage für die schmerzlichen Erfahrungen nicht nur in diesem Leben darstellt, sondern auch für die leiderzeugenden Ursachen und Umstände in zukünftigen Existenzen. In dem Kommentar »Kompendium der gültigen Erkenntnis« des Meisters Dharmakirti, wie auch in den 400 Versen über den mittleren Weg des Meisters Aryadeva, finden sich hilfreiche Überlegungen bezüglich des Leids des Bedingtseins, die ein tieferes Verständnis dieses Punktes ermöglichen. Beide Werke legen großen Wert darauf, dass man über die subtile Ebene der vergänglichen, unbeständigen Natur der Wirklichkeit gründlich nachdenkt. Man muss sich daran erinnern, dass es hier zwei Bedeutungsebenen gibt. Unbeständigkeit kann so verstanden werden, dass etwas entsteht, für eine kurze Zeit besteht und dann verschwindet. Diese Art der Unbeständigkeit ist leicht verständlich. Es sollte noch hinzugefügt werden, dass die Auflösung oder Zerstörung bei dieser Art der Unbeständigkeit einen sekundären Umstand als Katalysator benötigt, der die Kontinuität des Bestehenden zerstört. Es gibt jedoch noch ein zweites, subtileres Verständnis der Vergänglichkeit. Aus dieser subtileren Sicht ist der offensichtliche Vorgang der Veränderung, der eben beschrieben wurde, das Resultat eines zugrunde liegenden tieferen, dynamischen Veränderungsprozesses. Auf einer subtileren Ebene ist alles in ständiger Veränderung begriffen. Dieser Prozess augenblicklicher Veränderung geschieht nicht aufgrund eines sekundären Umstandes, der Auftritt und Zerstörung bewirkt. Vielmehr ist die Ursache, die zum Entstehen führte, gleichzeitig auch die Ursache für das Vergehen. Oder anders ausgedrückt, liegt die Ursache für das Ende bereits in der Ursache für den Anfang. Augenblickliche Veränderung sollte daher erstens hinsichtlich der drei Augenblicke des Existierens eines jeden Objektes verstanden werden, das im ersten Augenblick entsteht, im zweiten besteht und sich im dritten Augenblick auflöst, und zweitens hinsichtlich des jeweiligen Augenblicks selbst. Ein Augenblick ist nichts Statisches. Sobald etwas entsteht, geht es auch schon seinem Ende entgegen. Da die Dinge von Anfang an vollständig entstehen, beinhaltet ihre Geburt auch den Samen oder das Potenzial für ihre Auflösung. So gesehen könnte man sagen, dass ihr Ende nicht von einem zusätzlichen sekundären Umstand abhängt. Es heißt deshalb im Buddhismus, dass alle Phänomene unter Fremdmacht stehen, nämlich unter der Macht ihrer Ursachen. Wenn man einmal ein Verständnis von der vergänglichen Natur der Phänomene gewonnen hat, kann man das eigene Verständnis des Leids damit im Zusammenhang bringen und über die eigene Situation im Samsara nachdenken. Wir wissen jetzt, dass die Welt, da sie durch ihre eigenen Ursachen und Umstände entstanden ist, ebenfalls unter Fremdmacht steht. Oder anders ausgedrückt, muss sie unter der Kontrolle jener ursächlichen Prozesse stehen, die zu ihrem Entstehen geführt haben. Im Zusammenhang mit dem Samsara jedoch ist hier mit den Ursachen nichts anderes als unsere grundlegende Unwissenheit, Marikpa auf Tibetisch, sowie die aus ihr resultierenden verblendeten Zustände gemeint. Ferner wissen wir, dass kein beständiges Glück möglich ist, solange wir unter der Herrschaft dieser grundlegend falschen Auffassung stehen. Natürlich gibt es innerhalb der drei Bereiche Zustände, die im Vergleich zu anderen angenehmer oder glücklicher sind.
Aber solange wir uns im Sangsara befinden, sei es im Bereich der Form, im formlosen Bereich oder im Bereich der Begierde, gibt es keinen Raum für beständiges Glück. Die letztliche Analyse macht deutlich, dass wir uns in einem leidvollen Zustand befinden. Das ist die Bedeutung der dritten Art von Leid.